ich bin hier in Skerbeck und neben mir steht der... Gino, hallo. Gino klingt italienisch, wir können uns aber auf Deutsch unterhalten. Ja, das können wir. Du bist Deutscher, oder? Ich kann auch nichts dafür, dass ich so heiße. Ich bin Deutscher, ja. Und allem Anschein nach Scheibenwelt-Fan, das absolut. Haben wir hier. Was ist die Scheibenwelt? Nicht jeder vielleicht, der kennt die Scheibenwelt. Kannst du kurz umreißen? Ja, na klar, das ist eine Geschichtenwelt, die der gute Sir Terry Pratchett geschrieben hat. Ein ganz grandioser Fantasy-Autor, den man aber auch lesen kann, wenn man gar nichts von Fantasy hält, weil das ist so humanistisch und wunderschön und intelligent und lustig, was er schreibt. Und ich bin großer Fan und deswegen musste ich das irgendwann mal auch in Lego verewigen. Da gibt es auf jeden Fall auch witzige, also allein der Tod ist, glaube ich, so der einer der Highlights. Der hat ja, glaube ich, auch so seinen eigenen Spin-off dann irgendwann gekriegt. Und er spricht in Großbuchstaben. Genau. Also das ist schon, ist natürlich teilweise ein bisschen morbide, aber es ist wirklich, wirklich witzig. Und es sind auch so ein paar Sachen, die auch schon bei Ideas ja eingereicht wurden, wie die Stadt, die ja auf, oder die ganze Welt wird ja getragen, laut der Geschichte, auch von einer Schildkröte, oder zwei? Also es ist eine riesige Schildkröte, die auf der Suche nach einem Eiablageort durchs Weltall fliegt und auf ihrem Panzer stehen vier Elefanten und auf dem Rücken dieser vier Elefanten liegt die Scheibenwelt drauf. Gut, die Elefanten und die Schildkröte hast du heute weggelassen, glaube ich, oder sind die noch unterm Tisch? Die sind natürlich unterm Tisch, was dachtest du denn? Nee, das eignet sich eher als etwas kleineres Modell, die Schildkröte zu bauen. Gut, aber jetzt kommen wir zu deinem Modell. Ja? Das ist was? Das ist die Stadtmitte von Ankh-Morpork, die, jetzt habe ich peinlich vergessen, wie die Insel heißt. Naja, auf jeden Fall ist mitten... Schreibt's in die Kommentare, es ist ein Rätsel. Gibt nichts zu gewinnen. Zumindest ist mitten in der Stadt so eine Insel und durch die Stadt fließt der Fluss Ankh, daher Ankh-Morpork. Und der ist sehr dreckig, deswegen habe ich vor allen Dingen in verschiedenen Ausgilbungsstufen befindliche gebrauchte blaue Steine genommen, um die Wasserfläche darzustellen. Das ist ein sehr ekliger Fluss und überhaupt ist vieles, was in dieser Stadt passiert, sehr eklig, aber auch vieles ist sehr schön. Und alle Protagonisten oder ziemlich viele Protagonisten aus den verschiedenen Storylines haben sich hier auf jeden Fall in Lego-Form versammelt. Nun ist es ja eigentlich ein Roman. Wo hast du sozusagen die Idee, wie diese Stadt gestaltet ist her? Also einerseits gibt es von Paul Kidby, das ist auch ein Wegbegleiter von Terry Pratchett, ganz, ganz herrliche Illustrationen in Bänden gesammelt. Die habe ich hier auch ein bisschen so liegen. Ansonsten natürlich aus meinem Hirn. Da ist sowieso alles, was ich baue, entwickelt sich da. Ich habe nicht so den Computerflitz. Deswegen brauche ich die Birne. Solange sie funktioniert, mache ich das weiter. Wie viele Teile sind es denn? Sechsstellig, keine Ahnung. Und wie lange hast du schon dran gebaut? Das hat jetzt genau ein Jahr gedauert. Ich habe das letztes Wochenende in Berlin schon ausgestellt und am Freitagmorgen da angereist und am Donnerstagabend noch die letzte Wasserfläche und den Turm fertig gemacht. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Also fühlst du dich fertig oder kommt noch was? Also damit bin ich, glaube ich, jetzt fertig. Also man kann, glaube ich, wenn man da ein bisschen drauf guckt, sehen, okay, da wäre noch Platz für ein paar Erweiterungen. Hätte ich eigentlich auch Lust drauf, aber im Moment fehlt mir das Material und die Zeit und die Geduld. Ja, vielleicht wird es für Steineland, Harz und Heide auch mal als Todesstern verwurstet. Mal gucken. Das gibt da schon interne Absprachen. Ja, vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Gebäude, damit die Brücke da weitergeht. Mal gucken. Bist du in der Luke? Ja, bei Roguebricks. Schöne Grüße an alle Roguebricks da draußen. Bei der Berliner Steinkultur. Grüße nach Berlin. Demnächst bin ich auch beim Steineland Harz und Heide Mitglied, also in der Steinhanse. Und bei Elbrick in Leipzig, wo ich jetzt wohne, muss ich mich auch noch melden. Bin nämlich kein Berliner mehr. Okay, dann muss ich, glaube ich, das nächste Mal fragen, bei welchem bist du denn nicht? Aber wir können ja vielleicht mal ein paar Details. Kann ich dir mal das Mikro in die Hand drücken? Aber natürlich. Dann kannst du uns mal vielleicht führen. Na klar. Ich habe das Mikrofon. Achtung, Achtung. Hat das Mikrofon und droht es auch zu einzusetzen. So, in der Tat. Bei wem haben wir denn jetzt erstmal? Wo haben wir den Tod denn? Der Tod, der fliegt da oben auf dem grünen Dach. Der hat früher immer ganz gerne Knochenpferde benutzt, aber das ist ein bisschen unpraktisch, weil da ständig die Teile abfallen. Deswegen hat er jetzt sein weißes Streitross Binky, auf dem er immer unterwegs ist. Und er hat seine Sense dabei, sollte aber ein Monarch mal sterben, der kriegt dann das Schwert. Und wo ist Rinswind? Rinswind ist auf der anderen Seite, da müssen wir einmal ganz rumlaufen.
Der ist natürlich auch da. Ja, machen wir gleich mal. Was können wir denn von der Seite hier noch sehen, bevor wir rüberlaufen? Wir haben hier einmal den Tempel des blinden Io. Er sieht aber alles. Mhm. Hier stehen Karotte und Angua aus der Nachtwache zusammen mit Gaspot, der Karotte schon aus so mancher Patsche geholfen hat, der kleine Hund da. Der ist auch ein Mitglied der Hundegilde, obwohl er ist gar nicht Mitglied. Er ist ein freier Hund. Ja. Gleich daneben ist die Narrengilde. Das habe ich hier in so einer offenen Form dargestellt, damit man in die Gebäude reingucken kann. In dem Roman Die Nachtwächter, nee, nicht Die Nachtwächter, sondern Hellebarden, zu Englisch Men at Arms, wenn ich mich nicht irre, da wird den Assassinen, die genau daneben sind, das Gewehr, also eine Schusswaffe, gestohlen. Und der Assassine, der das klaut, der muss sich hier allerdings durch die Wand in die Narrengilde graben. Deswegen ist da ein Loch. Und da geht auch ein Clown bei drauf, aber mehr will ich nicht verraten. Okay. Ja, sonst gehen wir mal auf die andere Seite. Hier haben wir ansonsten noch Custom-Figuren vom Witcher. Ich dachte mir, die nehme ich auch noch mit rein. Warum nicht? Die passen. Crossover. Ja. So, wir haben jetzt flugs die Seite gewechselt. Was sehen wir denn hier? Also, das ist ein Teil der unsichtbaren Universität. Es ist nicht Hogwarts, aber eine Zaubererschule. Ich habe hier auch aufs Dach gestellt den Kommandeur der Stadtwache, Sir Samuel Mumm, Sir Samuel Wimes auf Englisch, seine Frau, Lady Sybil, und den Patrizier, den Chef der Stadt, Lord Vetinari, weil die in der Mitte standen und die Leute immer gefragt haben, wo sind denn die, die sich mit der Scheibenwelt auskennen, und dann musste ich sie holen, weil ich hier ein bisschen eingebauert leider stehe zwischen zwei anderen wunderschönen Mocks. In der Zaubererschule geht so einiges verquer, weil die jungen Zauberer natürlich noch üben. Das ist jetzt die Bibliothek der unsichtbaren Universität. Der Affe ist okay, du darfst nur nicht das T-Wort sagen, das mit I-E-R weitergeht, weil da rastet der aus. Der Affe ist tatsächlich ein böses Fremdteil, da habe ich einen Schleich-Orang-Utan auseinandergeschnitten und an einen Lego-Torso geklebt. Geklebt? Naja, es gab in einem Han Solo-Set so einen Alien, der kommt irgendwie am nächsten an den Orang-Utan ran, aber dann habe ich das da aufgebaut und dachte, nee, sieht nicht aus, und dann habe ich doch den Schleich-Mutanten genommen. Hier finde ich ganz schön, dass die Treppen und Türen in alle Richtungen an den Wänden und an der Decke sind, weil halt in dieser Bibliothek einiges verquer geht und da verschiebt sich Raum und Zeit. Das kann man da, glaube ich, ein bisschen sehen. Hier unten ist das Buch Oktav. Da sind die 8 großen Zaubersprüche drin, und der eben schon angesprochene Rincewind, der ist ein ehemaliger Schüler der unsichtbaren Universität, mittlerweile aber auch wieder Professor. Der kann sich aber keine Zaubersprüche merken, weil der meinte, er muss da reingucken, und einer dieser 8 großen Zaubersprüche meinte, sich in seinem Kopf festsetzen zu müssen und lässt keinen Platz mehr für andere. Boah. Wo ist denn Rincewind jetzt? Der ist hier, und zwar mit seiner Entourage aus dem Zweiblumen, dem Touristen auf der Scheibenwelt, und seiner Truhe. Die Truhe hat auch irgendwann das Buch Oktav gefressen. Das kommt aber später in einer anderen Handlung. Das hier ist die, wie heißt denn das, reparierte Trommel? Nein, die geflickte Trommel. Früher die zerbrochene Trommel. Ganz früher die Trommel. Eine der bekanntesten Kneipen von Ankh-Morpork. Da geht immer die Post ab. Und als es dann von Harry Potter diese kleinen Gläschen gab mit Bier drin, da dachte ich, da muss ich ganz viele von haben, damit die Minifiguren hier nicht durstig nach Hause gehen müssen. Das heißt, da wird jetzt auch Butterbier ausgeschenkt. Auf jeden Fall. Hier sehe ich man auch so ein bisschen Crossover. Da ist Marty McFly auch mal falsch abgebogen. Oder? Richtig. Wie schon angesprochen, in der unsichtbaren Universität, da geht einiges drunter und drüber in Zeit und Raum. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht ein DeLorean, der im Turm steckt. Oder hier drüben ist auch ein ganz herrlicher Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn von den Super Brick Brothers. Den musste ich unbedingt haben, weil der so schön war. Und die Deutsche Bahn ist mindestens genauso durchgeknallt und planlos wie die Universität. Von daher passt es hier prima rein. Hätte sich Terry Pratchett nicht besser ausdenken können. Richtig. Sehr cool. Was sehen wir? Noch irgendwas? In der Mitte ist noch... Ja. So LED-Lichterketten aus dem Baumarkt, die man normalerweise zu Weihnachten aufhängen würde. Die haben so ganz, die sind so auf ganz dünne Kupferkabel geklebt, und die passen durch jedes Loch, was Lego zu bieten hat. Von daher kann man damit herrlich arbeiten und dabei ein bisschen Geld sparen.
Das in der Mitte, das große in Tannen, ist die Oper. Daneben das mit dem rot-orangenen Dach ist die Stadtwache, wo Sir Samuel Mumm residiert, der Kommandant, den wir schon gesehen haben. Ja, und von den namhaften Gebäuden war es das auch schon. Hier ist noch die Gilde der Näherinnen in Anführungszeichen, weil es nicht wirklich Näherinnen sind. Aber auf dieses Detail werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Sagen wir mal so, die Frauen, die da arbeiten, gehen einer sehr, sehr alten Profession nach. Der Ältesten wahrscheinlich. Sozusagen. Genau. Sehr schön. Sehr, sehr cooles Modell. Danke dir. Hätte ich auch gern. Ich hätte aber keine Ahnung, wohin damit. Ja, aber ich auch nicht. Was machst du? Also wie lange brauchst du jetzt, um es zusammenzubauen? Ja. Also zusammen wieder einzupacken sozusagen. Einpacken könnte in einer bis anderthalb Stunden durch sein. Aufbauen dauert 4 bis 5. Ja, okay. Cool. Vor allen Dingen, wenn die Tische nicht ganz gerade sind, dann wird es schwierig. Okay, okay. In Berlin musste ich mit vielen Bierdeckeln arbeiten. Hier war es anders. Naja, lassen wir das. Okay. Skerbeck ist sehr schön, kommt alle nach Skerbeck, ist eine super Ausstellung. Ja, definitiv. Aber jetzt ist sie zu Ende. Nächstes Jahr dann wieder. Ja, ja. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau. Da baue ich was Kleines. Ah, da bin ich gespannt. Mal gucken. Wunderbar, vielen Dank. Gerne. Dann gute Heimreise. Dir vielen Dank. Und dann bis bald. Jo. Jo, tschüss. Bis bald, ciao.